Ich behaupte, ich habe in diesem wunderschönen Permakulturgarten das beste Hügelkulturbeet gebaut, was man bauen kann. In diesem Video erfährst du alles, was du wissen musst, um auch nächstes Jahr selbst ein Hügelkulturbeet zu bauen. Außerdem, wieso ich hier Fleisch in das Hügelkulturbeet schmeiße. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder soweit. Ich darf ein Hügelkulturbeet bauen. Und diesmal in diesem wunderschönen Permakulturgarten. Einer der wahrscheinlich schönsten und wunderbarsten und effektivsten Permakulturgarten, die ich kenne. Und ich stehe hier schon vor fast vollbrachter Arbeit. Wir haben hier schon alles schön vorbereitet. Bevor es an den eigentlichen Bau geht und ich euch die verschiedenen Schichten erkläre, kurz mal die Geschichte von der Hügelkultur, wie es überhaupt dazu kam. Und zwar ist das Hügelkulturbeetsystem eines der ältesten Gartentechniken, die es gibt. Und es kommt daher, dass man früher, wenn man eine frische Fläche neu begärtnen wollte, erstmal das Land aufräumen musste. Und so entstanden dann auch die Schichten von dem Hügelkulturbeet. Das fängt mit der Holzschicht an, mit der Unterholz, dann Gartenschnittreste und die Erde. Ein genaues Rezept für die einzelnen Schichten gibt es nämlich nicht. Alles, was ihr in eurer Umgebung habt, sowas wie solche Schnittreste, könnt ihr alles zusammensammeln, auf einen Haufen machen und so das Hügelkulturbeet bauen. Es gibt allerdings einige Tipps und Tricks, um euer Hügelkulturbeet noch effektiver und erfolgreicher zu machen. So wie ich jetzt zum Beispiel, ich suche rum und suche mir geeignetes Holz. Hier gucke ich immer, dass das schon leicht angerottet ist. Ein Fäulungsprozess ist an für sich nicht gut, aber hier ist es wunderbar für das Pilzmycelium zu wachsen. Vielleicht habt ihr ja vor kurzem ein Lagerfeuer gemacht und ein bisschen Holzkohle. Das kann mit in das Hügelkulturbeet. Vielleicht habt ihr im Altpapier noch alten Karton. Das kann auch mit rein. Vielleicht findet ihr auch eine schöne Stelle mit ganz viel Totholz. Ihr merkt schon, ihr habt eine riesen Auswahl. Ich gehe jetzt mal das Material zusammensuchen, was wir hier haben. Und dann sehen wir uns gleich. Meine Freunde, das Material ist zusammengesammelt. Jetzt geht es nur noch darum, alles ordentlich hier drauf zu schmeißen. Und dann geht es jetzt los mit der Beschichtung, mit den verschiedenen Schichten. Und ich zeige euch jetzt die Variante, die wir hier jetzt machen. Also wie gesagt, es hängt alles davon ab, was ihr zur Verfügung habt. Das Hügelkultursystem ist im Prinzip, kann man sich so vorstellen, stellt euch vor, ihr habt einen Baum und schichtet den nach der Größe, ihr fällt den und schichtet den dann nach der Größe auf. Das heißt, an der untersten Stelle ist der dicke Stamm, dann versucht man die Gaps zwischen den Stämmen mit Ästen aufzufüllen. Ganz oben kommen dann die ganz dünnen Ästen mit dem Laub. Und zu guter Letzt dann die Erde. Das wäre das einfachste Hügelkultursystem, das man machen kann. Wir wollen aber hier richtig gut gedüngten Grund haben für die nächsten 6-7 Jahre. Das heißt, wir vermischen das Holz mit organischem Material, damit die effektiven Mikroorganismen schönes Futter haben, um das ganze Holz zu zersetzen und den Boden gut zu düngen. Die Zutaten, die wir hier diesmal benutzen, ist einmal Fleisch. Ich war beim Metzger und habe nach Schnittresten gefragt. Und das ist alles Fleisch mit Knochen. Knochen hat den Vorteil, das bringt Calcium, Kalium, Kali und ganz viele Mineralien mit in den Untergrund. Und diese Mineralien sind gut für die Fruchtphase. Dann haben wir hier Essensreste und Grünschnitte, sage ich mal. Die bringen hauptsächlich einmal Kohlenhydrate für die effektiven Mikroorganismen mit rein. Und außerdem auch sowas wie Stickstoff. Im Prinzip muss man auch nicht Essensreste nehmen. Man kann alles, was grün ist, kann man dann damit reinschmeißen und bringt somit auch ein bisschen Stickstoff in das alles mit rein. Dann haben wir hier Kohle. Also bestenfalls nehmen die Aktivkohle oder Holzkohle richtige. Die bieten eine riesengroße Oberfläche für die effektiven Mikroorganismen. Wenn man ein Stück Holz und dasselbe Stück, dieselbe Größe an Kohle vergleicht, dann hat das Stück mit der Kohle bis zu millionenfach mehr Oberfläche für die effektiven Mikroorganismen, um dort zu leben. Dann haben wir hier unsere zweitoberste Schicht, die Mulchschicht. Hier könnt ihr auch Laubblätter benutzen. Also alles an dünnen, blattförmigen Sachen. Aber ich glaube echt, Heu ist das allerbeste, was ihr machen könnt. Ihr könnt mal nachgoogeln, das NC-Verhältnis, Nitrogen to Carbon, ist bei Heu so ziemlich das Beste. Und wir haben hier sogar 15 Jahre alten Heu. Das riecht sogar nach Honig. Dort haben mal Wespen drin gelebt oder Bienen. Und jetzt geht's zum Bau des Hügelkulturbeets. Ja. Es gibt viele Wege, wie man so ein Hügelkulturbeet bauen kann. Ich zeige euch jetzt meine. Ihr seht hier schon die dicken Stämme, teilweise mit Ästen noch aufgefüllt. Und ja, ein guter Lifehack, wenn ihr sowas baut,
Macht nicht denselben Fehler, den ich gemacht habe. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und hier seht ihr zwei Hügelkulturbeete. Einmal das hier und einmal das hier, das ich vor über einem Jahr angelegt habe. Und man kann richtig gut erkennen, wie hier überhaupt nichts wächst. Und hier noch die Reste sind. Das muss alles abgeerntet werden. Aber schaut euch mal das Loch hier an. Das muss ein mega tiefes Loch sein. Und auch hier. Und hier hatte ich bereits schon zwei oder dreimal Sand nachgestopft. Also bei dem Hügelkulturbeet habe ich viel zu wenig komprimiert. Und zwar hat sich dort ein Luftloch gebildet. Und dort sind dann immer die Pflanzen gewachsen. Das sah richtig gut aus. Und dann, sobald sie eine bestimmte Größe erreicht haben, sind die immer gestorben. Und dann habe ich irgendwann mal meine Hand unten reingelegt und gemerkt, dass da ein riesen Luftloch ist. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Deswegen habe ich hier auch immer mal wieder noch ein bisschen Sand mit reingefüllt und es ist sehr wichtig, die ganzen Lücken zu füllen. Ihr seht jetzt die erste Schicht, jetzt kommt die zweite Schicht drauf. Also ich habe jetzt wirklich alles Mögliche an Essen. Da sind teilweise ganze Früchte drin. Das ist die Haut von einem Schwein, hier sind ganz viele Knochen. Und jetzt als nächstes kommen nochmal Äste und Stöcke drauf, nochmal eine kleine Schicht Sand, um die Löcher auch abzudichten. Und da würde ich behaupten, das ist die Schicht, wo man eigentlich die meisten Fehler machen kann. Ihr seht hier, die Äste habe ich alle schön klein gebrochen, damit die schön gerade sind. Das ist alles Esche. Dann habe ich hier die Chesterbüsche. Die sind meiner Meinung nach die besten und die hat man hier auch überall. Weil ich habe ein Hügelkulturbeet mit diesen Eichenästen gemacht. Was oft empfohlen wird, ist, dass man sich draufstellen kann und dann mit einer großen Schere die Äste alle zerkleinert. Kann man auf jeden Fall machen, funktioniert auch, aber ich denke, so ist es schöner. Und jetzt beginnt auch die Zeit, wo man alles schön komprimieren sollte. Das heißt, je öfter ihr drüber lauft, desto besser. Ihr seht hier jetzt die Eichenäste. Und ja, es geht auch so auf jeden Fall. Aber ich gehe jetzt nochmal mit der Schere hin und zerkleinere die Äste, damit es noch besser wird. Also ich kann es nicht oft genug sagen, jetzt kommt das Verdichten, eines der wichtigsten Sachen, um Luftlöcher zu vermeiden. Und jetzt kommt die Schicht, wo sehr wahrscheinlich die Wurzeln dann bald wachsen werden. Das heißt, alles, was wir jetzt drauf machen, sollte nach spätestens einem Jahr kompostiert sein. Jeder Gärtner kennt den typischen Kompost. Man schmeißt Essensreste in Kompost und ein Jahr später ist es richtig gute organische Erde. Und genau das wollen wir hier auch erreichen. Und somit wird dann auch dieses Hügelkulturbeet immer besser und besser von Jahr zu Jahr. Habe ich schon erwähnt, wie wichtig Komprimieren ist und man hier die ganze Zeit rüberlaufen sollte? So, und fast ist es fertig. Ich habe jetzt hier die Mulchschicht drauf gemacht, das Heu. Da kann man eine richtig dicke Schicht machen, also die kann man ruhig doppelt so dick machen wie hier. Und dann habe ich hier auf der Seite schon die Erde drauf gemacht. Bei der Erde ist ganz wichtig zu beachten, dass ihr circa, so viel sind 20 cm, circa 20 cm habt, damit die Wurzeln auch wirklich Platz haben, sich auszubreiten. Dann zeige ich euch nochmal die ganzen einzelnen Schichten, die ich hier jetzt gemacht habe. Also man sieht hier am Anfang die dicken Baumstämme mit dickeren Ästen. Da habe ich dann eine Schicht organisches Material mit effektiven Mikroorganismen gemacht. Man sieht hier Fleisch, Salat, Kohle. Habe das alles ein bisschen mit Erde verdüngt und dann die Äste oben drüber. Bei den Ästen darauf achten, dass die nicht so viele Luftlöcher kreieren. So wie hier ist zum Beispiel ein Luftloch. Und immer mal wieder Erde drauf machen. Oben drüber habe ich dann nochmal organisches Material gemacht, die Kürbisblätter. Dort oben drüber dann Laub oder Mulch, beziehungsweise in diesem Fall ist es Heu. Und dort oben drüber dann eine 20 cm dicke Erdschicht. Und fertig ist das gute Ding, passend zum Regen. Jetzt wird alles schön befeuchtet. Der ganze Regen hilft nochmal, dass es alles absickert und die ganzen Luftlöcher füllt. Und ja, bei der eigentlichen Form des Hügelkulturbeets, da gibt es auch viele verschiedene Variationen. Also man kann hier einfach alles aufpeilen und es wird auf jeden Fall funktionieren. Was man auch machen kann, ist, dass man in der Mitte einen kleinen Graben macht, wie ich hier gemacht habe. Dort sammelt sich dann nochmal besser das Regenwasser und füllt dann das komplette Hügelkulturbeet mit Wasser.
Wasser. Und um mehr Anbaufläche zu kreieren, kann man hier auch Stufen reinmachen. Das heißt, man könnte dann hier eine Linie anpflanzen, hier eine Linie und nochmal an der Spitze. Und das ist auch einer der großen Vorteile von dem Hügelkulturbeet. Man kreiert mehr Gartenfläche. Also das war ja alles flach und dadurch, dass man jetzt zwei Schrägen hat, hat man ein bisschen mehr Fläche. Und ja, was auch sehr wichtig meiner Meinung nach ist, ist, dass man das Hügelkulturbeet nicht zu hoch macht. Weil gerade durch das ganze Holz, ich zeige euch mal, der Grund, warum wir das Holz vergraben haben, sieht man hier. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, ja, manchmal tropft es hier raus, aber ich spüre das. Das Holz ist voll gesaugt mit Wasser. Und wenn es jetzt mal 30, 40 Grad hat, wie es hier in Portugal im Sommer hat, dann wird der ganze Untergrund aufgewärmt und das Wasser aus diesem Holz verdampft. Und somit werden die Wurzeln von unten bewässert. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Und wenn man das Hügelkulturbeet zu hoch macht, dann hat man schon eine Art Hochbeet. Und die Spitze neigt dann dazu, schnell auszutrocknen. Weil das ganze Holz ist unten und bis nach ganz oben wird es eventuell nicht kommen. Von daher finde ich, ist es am besten, das Hügelkulturbeet so flach wie möglich zu halten. Ich habe jetzt 5 Hügelkulturbeete gebaut und einige habe ich komplett flach. Also nochmal alles zusammengefasst, warum sollte man ein Hügelkulturbeet machen? Also ein Vorteil, den ich sehe, ist auf jeden Fall die Düngung des Untergrunds für die nächsten 6-7 Jahre. Es empfiehlt sich trotzdem immer noch hier Brennnesseljauche oder irgendwelche effektiven Mikroorganismen jedes Jahr oder mehrmals pro Jahr hier drüber zu gießen. Aber ansonsten hat man einen sehr gut gedüngten Untergrund. Vorteil Nummer 2, man hat eine größere Anbaufläche. Wie ich gerade eben erklärt habe, durch die Schrägen kreiert man ein bisschen mehr Anbaufläche. Vorteil Nummer 3, je nach Höhe des Hügelkulturbeets ist es schon fast wie ein Hochbeet. Das heißt, man muss nicht so tief knien. Man sieht es hier an dieser Stelle recht gut. Wenn ich jetzt hier was pflanzen will, dann muss ich mich nicht so tief beugen, wie wenn es hier wäre. Hier müsste ich richtig in die Knie. Und Vorteil Nummer 4, dadurch, dass wir hier ein richtig gutes Biotop für effektive Mikroorganismen entwickelt haben, erzeugen diese auch Wärme. Und die Wärme kann man vor allem im Frühjahr, so im März, nutzen. Damit kann man früher aussehen oder auspflanzen, weil das sich wie ein Kompost von unten die Hitze entwickelt. Und optimal mulcht man das jetzt noch alles. Das heißt, hier kommt wahrscheinlich nächste Woche noch eine richtig dicke Schicht Heu oben drüber. Und somit ist es wie so ein Bett oder wie ein Haus, kann man schon sagen, für die effektiven Mikroorganismen. Und es ist wunderbar für alles. Und ja, was sagt ihr zum Thema Hügelkultur? Findet ihr es auch so geil wie ich? Seid ihr auch so ein großer Fan davon? Weil meiner Meinung nach zu jedem Permakulturgarten sollte auch irgendwie ein Hügelkulturbeet sein. Es funktioniert, wie man sieht, auch ohne Hügelkultur, ganz klar. Aber ich bin ein riesen Fan von Hügelkulturprinzip. Also nicht unbedingt die Hügel, sondern allgemein Holz vergraben. Das ist auch diese Chop-and-Drop-Technik. Das ist vom Prinzip dasselbe, was man damit erreichen will. Dann lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Habe ich irgendwas vergessen? Gibt es irgendwelche Punkte, warum man ein Hügelkulturbeet bauen sollte? Und wenn ja, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ansonsten hoffe ich, dass ich den einen oder anderen beeinflussen kann, auch ein Hügelkultur bei sich im Beet zu pflanzen. Schön mit Blumen für die Bienen, für die Vögel, für alle Lebewesen. Und dann gibt es hier nächstes Jahr eine richtig große Ernte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Robin.